Was kann man erreichen in kürzester Zeit? In kürzester Zeit meine ich, wenn ich heute eine Agentur gründe und das Jahr 2019 noch betrachte, wie viel ist eigentlich drin als Bootstrapping? Bootstrapping heißt, dass ich mit nichts oder nur sehr wenig Kapital anfange. Ich habe damals mit 300 Euro Stammkapital angefangen und das heißt auch, dass die Finanzierung des Unternehmens aus dem Unternehmen heraus passiert. Das heißt, ich muss möglichst schnell Umsätze generieren, um mit diesen Umsätzen Fixkosten und Variabelkosten zu bezahlen, seien das Freelancer, Miete, Abgaben und Co. Wer sich überlegt, so einen Schritt zu gehen oder wer daran zweifelt, sollte sich klar machen, dass man innerhalb von einem Jahr extrem viel erreichen kann. Man kann nicht innerhalb von einem Jahr ein Business aufbauen, das mehrere Millionen Umsatz macht. Natürlich kann man das, aber es ist sehr unwahrscheinlich, vor allem wenn man Bootstrapping macht. Was man aber kann als Einzelkämpfer, der wirklich was drauf hat, der sich überlegt, ich kann Design, ich kann schreiben, ich kann Video schneiden, was auch immer, ich möchte das als Service anbieten. Man kann echt Vollgas geben, man kann sich sehr, sehr günstige Plattformen zunutze machen, wie Instagram, Twitter, Instagram TV, YouTube oder auch vor allem LinkedIn als extrem, extrem, extrem geile und aufstrebende Content-Plattform aktuell und sich dort vermarkten und innerhalb von einem Jahr wirklich was reißen. Warum behaupte ich das? Weil ich zwei Beispiele dafür habe, wie das tatsächlich funktioniert. Erstens Patrick, der 2018 CCO überwiegend im Alleingang zu dem gemacht hat, was es bis vor kurzem noch war. CCO Communications GmbH in Hamburg als Content-Agentur gegründet. Weihnachten 2017 mit der Akquise über Xing angefangen und im Anschluss dann noch Kaltakquise per E-Mail uns geschafft hat. Ich kenne die Zahlen nicht ganz. Patrick, ja? Wie viel Umsatz hat CCO 2018 gemacht? 150. 150? der 150.000 Euro Umsatz gemacht hat. Und das alleine über kostenlose Marketing-Tools, die einem zur Verfügung standen, hauptsächlich Xing und E-Mail. Und dasselbe habe ich damals gemacht, vor 5 Jahren, knapp ein bisschen weniger Umsatz. Ich habe, glaube 140 oder 145.000 Umsatz gemacht im ersten Jahr und habe genau dasselbe Prinzip genutzt, ohne Kalt-E-Mails. Das heißt, ich habe Xing genutzt, hatte ein bisschen ein bestehendes Netzwerk, das ich wirklich angegangen bin ohne Ende und habe mich voll auf Xing committed und dadurch diesen Umsatz generiert. Es geht gar nicht nur um diesen Umsatz, es geht vor allem auch darum, dass man sich Geschäftsbeziehungen tatsächlich aufbaut, die ja nicht nur in diesem Jahr eine Relevanz haben, sondern über diese Jahre hinweg. Und das bedeutet, in einem Jahr schafft man sich vielleicht 20 Kunden, ein bis zwei Kunden pro Monat Neukunden zu gewinnen. Man schafft es, diese 150.000 Euro Umsatz aufzubauen, aber man schafft es vor allem auch, Customer Lifetime Value zu generieren. Ein Customer Lifetime Value, der darin besteht, wenn ich mir angucke, von diesen 20 Kunden sind 70% oder was dazu geneigt, tatsächlich über 3 Jahre bei mir zu bleiben und ich habe 15 Stammkunden darüber generiert und diese 15 Stammkunden werden 3 Jahre lang jeweils 100.000 Euro nochmal Umsatz machen. Dann habe ich im ersten Jahr nicht 150.000 zusammengekratzt, mit denen ich arbeiten kann, sondern 500.000, wenn ich es ein bisschen nachhaltiger und langfristiger angucke. Und deswegen, wenn man dran zweifelt, ob man es machen sollte oder nicht, und das dauert ja ewig, es dauert eigentlich nicht ewig. Man kann sich wirklich ein Ziel setzen, innerhalb von 12 Monaten ein bestimmtes Ereignis zu erzielen, eine bestimmte Umsatzgröße, Kundenanzahl, Reichweite in Social Media und so weiter. Und das kann man auch erreichen. Und in einem Jahr baut man, und da bin ich 100% davon überzeugt, die absolute Basis für das, was man dann später daraus bauen kann. Wir haben es gemacht. Wir haben in einem Jahr etwas gebaut, worauf wir gerade extrem gut aufbauen können. Und ich sage jetzt auch nach 5 Jahren, wir haben eine extrem geile Basis gebaut, auf der wir in den nächsten 10 Jahren extrem geil aufbauen können.